Herzlich willkommen heute wieder zu unserem Format Naturmedizin. Ich darf heute wieder einen sehr spannenden Gast begrüßen. Friedemann Garvelmann ist heute bei mir, Experte für Humoralmedizin. Und wir besprechen heute mal, wie denn bei der Humoralmedizin die Diagnostik aussieht. Wie geht man vor, wenn man sich zu einem oder beziehungsweise wie ist der Weg zur Findung einer passenden Therapiemethode in der Humoralmedizin? Es wird spannend, bleiben Sie bitte dran. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo lieber Friedemann, vielen herzlichen Dank, dass du wieder bei uns bist. Gerne, danke für die Einladung. Du bist hast schon Erfahrung als Heilpraktiker über viele Jahrzehnte, bist Experte für Humoralmedizin, traditionelle europäische Naturheilkunde, traditionelle europäische Medizin, bist Buchautor, also Fachbuchautor und aber auch Referent bzw. Dozent zum Thema Humoralmedizin. Also du bildest auch aus in diesem Thema, also hast ein breites Expertenwissen dahingehend. Heute wollen wir uns mal anschauen, wie denn so eine Behandlung in der Humoralmedizin aussieht, beziehungsweise was erwartet mich, wenn ich jetzt als Betroffener vielleicht mit einer Erkrankung zu dir, also zu einem Humoralmediziner komme, wie findet es statt, welche Diagnosemöglichkeiten gibt es da? Also ich komme jetzt zu dir und habe eine Symptomatik, wie starten wir? Gut. Das ist ein Prozess. Ja. Ein Prozess, der über ganz verschiedene Kanäle abläuft. Mhm. Und ich denke, bevor wir jetzt da in die Methodik einsteigen, sollten wir mal überhaupt den Begriff der Diagnostik mal beleuchten. Diagnose, Dia heißt hindurch und die Gnosis ist die Wissenschaft, die eigentlich das Wissen um tiefere Zusammenhänge, so kann man es glaube ich definieren. Und Diagnose heißt eigentlich salopp übersetzt nichts anderes als durchblicken, aha, durchschauen, ja, einer Situation. Und von daher unterscheidet sich natürlich der Diagnosebegriff in der traditionellen Heilkunde völlig von dem der Schulmedizin. Die Schulmedizin versteht unter Diagnose einen bestimmten Begriff, der als Name für eine Krankheit steht. Und das geht bei uns nicht. Die Patienten, die zu uns kommen, jedenfalls in den allermeisten Fällen, kommen bereits mit einer ärztlichen Diagnose. Das heißt, die haben eine Vorbehandlung und kommen dann mit diesem Diagnosebegriff. Ich habe Gallensteine, ich habe einen Morbus Crohn, ich habe Migräne und so weiter. Diesen Begriff muss ich natürlich als Naturheilkundler verstehen. Das muss ich gelernt haben. Aber diesen Begriff nehme ich zur Kenntnis. Der gibt mir einen groben Rahmen von dem vor, was ich jetzt zu erwarten habe. Aber dann geht es um die Individualität. Jede Krankheit ist ein individueller Prozess. Mhm. Genauso wie jeder Mensch ein Individuum ist, sind seine Krankheiten auch individuelle Prozesse. Und wenn jetzt jemand mit Gallensteinen kommt, Cholelithiasis steht dann auf dem Überweisungsschein. Und dann muss ich wissen, okay, der hat Ansammlungen von verklumpten Körpersäften, ich übersetze es jetzt ganz bewusst von vornherein, mhm, in seiner Gallenblase, die er nicht los wird. Ja, aber der eine Patient hat massivste Koliken, Oberbauchkrämpfe, das kann bis zu einem wirklich einer operationsnotwendigen Notfall gehen, ja. Und der andere spürt nichts. Da stellt man dann per Zufall irgendwann mal in einem Ultraschall oder in einer Röntgenaufnahme fest, die ganze Gallenblase ist voll Steine. Aber der Patient hat keine Beschwerden. Das heißt, das ist ja ein Unterschied. Die eine Krankheit ist nicht die gleiche wie die andere. Und das muss man differenzieren.
Das heißt, um therapieren zu können, muss ich Diagnose, ich muss durchschauen, was dort abläuft. Mhm. Und jetzt gibt es zwei Ebenen bei uns in der traditionellen Heilkunde. Das eine ist die symptomorientierte Ebene. Das heißt, die Ebene, die im Moment für den Patienten wahrscheinlich die wichtige ist. Da tut's mir weh und ich möchte, dass diese Schmerzen weggehen. Ein verständliches Anliegen, ja. Und das steht jetzt für XY, da kann man alles andere nehmen dafür. Jetzt muss ich aber als Therapeut ja herausfinden, warum hat er das? Auf welcher Basis ist das entstanden? Und wie kann ich therapeutisch vorgehen? Das heißt, ich muss jetzt hier sehr individuell die Situation begreifen. Und das haben wir in den vorherigen Sendungen schon angesprochen. Krankheit wird immer als eine pathologische Veränderung in dem Säftesystem gesehen. Dass da irgendetwas in eine Schieflage gekommen ist. Dass irgendwelche krankhaften Säfte im weitesten Sinne dominieren. Und ich mir dann als Therapeut überlegen muss, wie kann ich das korrigieren? Oder ich sage es vorsichtig mit einer gewissen Demut, weil ich sage nicht, ich kann es korrigieren, sondern wie kann ich dem Menschen helfen, es selber zu korrigieren? Das ist nämlich Naturheilkunde. Nicht, dass ich aktiv etwas mache, sondern dass ich einen Impuls zur Selbsthilfe setze. Sehr gut. Das ist mir ganz wichtig, das mal zu verstehen. Ich bin nicht der Aktive dabei, sondern der Mensch heilt sich selber. Und, das muss man auch mal sagen, ohne ja millionenalte Heilungsprogramme, die in uns, in unseren Genen schlummern, ist Naturheilkunde nicht möglich. Weil eigentlich der Weg zur Heilung in uns liegt. Und ist eigentlich dann die Frage, warum schafft es der Organismus nicht selber? Mhm. Das ist eigentlich die Grundfrage dabei. Warum schafft er es nicht selber? Aber wir wissen leider Gottes aus viel zu wenig Fällen, dass auch bei fortgeschrittenen Krebserkrankungen es hin und wieder zu einer sogenannten Spontanremission kommt. Das heißt, der Tumor verschwindet, kein Mensch weiß wieso und kein Mensch weiß, wie der Organismus das überhaupt hinkriegt. Aber es passiert. Mhm. Also besteht selbst bei diesen schwerwiegenden Erkrankungen, besteht die Möglichkeit, es zu heilen. So, und ich bin ehrlich genug und demütig genug zu sagen, ich bin weit davon entfernt, das in jedem Fall zu erkennen, wie ich diese Heilungsmechanismen in Gang bringen kann. Und trotzdem klappt es glücklicherweise in vielen Fällen. Ja. Aber das muss einfach im Hintergrund sein. Ich muss auf etwas zugreifen können. Und das ein kleiner Ausblick, wenn ich die Reaktionsmuster eines Menschen tiefgreifend zerstöre oder verändere, nehme ich die Möglichkeit einer Selbsthilfe. Mhm. Dies nur als kleiner Seitenhieb in die aktuelle Situation. Okay. Und wir müssen erkennen, diagnostisch erkennen, was läuft da überhaupt? Und das fängt bereits eigentlich mit dem ersten Kontakt an. Eigentlich schon mit dem Telefongespräch, mit der Terminabsprache. Mhm. Ja, schon da kriegt man manchmal Informationen, die mit einfließen. Dann das Aussehen eines Patienten, seine Körperhaltung. Mhm. Wie läuft er? Wie spricht er? Das gibt ja alles ganz wichtige Hinweise auf seinen inneren und äußeren Zustand. Und dann kommt das Wichtigste eigentlich überhaupt, das Gespräch. Im Fachausdruck das Anamnesegespräch. Ja, das ist nach meiner Auffassung das Wichtigste überhaupt, weil man dort bereits ganz entscheidende Informationen bekommt. Der Mensch hat seine individuelle Krankheit, die sich auf eine bestimmte Art und Weise zeigt. Und wir unterscheiden jetzt mal ganz grob zwischen Krankheiten, bei denen die Aktivität des Körpers übers Ziel hinausschießt
Und es sind Krankheiten, bei denen die Aktivität nicht in Gang kommt. Das eine sind die hyperkinetischen Krankheiten, das andere sind die hypokinetischen Krankheiten. Mhm. Und diese Entscheidung oder diese Differenzierung ist eine der ersten Schritte, dass ich mir überlege, ist das hyperkinetisch oder hypokinetisch? Das ist für die Therapie dann so wichtig, wie wenn man im Auto sitzt und die Entscheidung treffen muss, trete ich aufs Gas oder auf die Bremse? Und jeder weiß, man sollte es nicht und man sollte es nicht verwechseln. Ja. Ja. Das heißt, ich muss sehen, muss ich anregen oder muss ich dämpfen? Aha. Oft, das kommt natürlich dann dazu, sind es Mischformen, wo man das nicht sofort erkennt. Und deshalb ist es eben notwendig, dass man neben den Informationen, die man aus der Anamnese bekommt, dann eben auch weitere Methoden zur Verfügung hat. Ja, dass man spezifische diagnostische Methoden hat, die in der traditionellen Heilkunde teilweise sehr einfach zu handhaben sind. Da wäre vor allen Dingen mal die Pulsdiagnostik. Ja, das kennt jeder, dass man hier an der Arterie, die hier auf der Daumenseite entlang läuft, dass man da eben den Puls tasten kann. Das macht man in der konventionellen Medizin auch, aber da geht es in erster Linie darum, die Herzfrequenz festzustellen. Das sind 88 Schläge pro Minute, ist in Ordnung. Wir gehen da viel weiter. Uns interessiert jetzt die Geschwindigkeit der Herzfrequenz nur am Rande. Das ist auch ein wichtiges Merkmal, weil ein beschleunigtes Herz ein übersteigertes Wärmeprinzip zeigt. Während ein sehr langsamer Puls ein Defizit im Wärmeprinzip zeigt. So einfach sind die Ansätze, aber es geht dann weiter. Mhm. Und jetzt kommt wieder die Differenzierung. Wie breit ist die Pulswelle, die ich da spüre? Wie hoch ist sie? Wie gut spüre ich sie? Das ist das Maß des Feuchtigkeitsprinzips. Denn das, was hier an Flüssigkeit bewegt wird in der Arterie, das ist das Ergebnis des Feuchtigkeitsprinzips in der Humoralmedizin. So, und die Kraft, mit der das bewegt wird, ist das Maß des Wärmeprinzips. Das heißt, die Kraft, mit der ich das taste, es gibt Pulse, wo man suchen muss, sie überhaupt zu finden, die so ganz so ein bisschen an den Finger anklopfen, wo man kaum was spürt. Und dann gibt es die Pulse, die mal richtig mit Kraft da drauf klopfen. Okay. Mhm. Das ist schon wieder ein Unterschied, ob das jetzt so eine Kraft ist oder ob das so eine Kraft ist oder ob das so eine Kraft ist. Der Rhythmus. Sie merken, dass man fügt immer wieder auf der Basis des Wärme- und des Feuchtigkeitsprinzips diese Informationen zusammen. Mhm. Und wenn jetzt jemand einen schönen, breiten Puls hat, der mit genug Kraft daherkommt, dann weiß man, das ist ein Mensch, der genügend Reserven hat. Wenn das aber einer ist, der sehr hektisch ist, sehr schnell schlägt, wo man das Gefühl hat, da pickt so ein Vogel am Finger, dann weiß man, da ist zwar viel Dynamik da, aber es fehlt Feuchtigkeit. Es ist ein gelbgalliger Prozess. Also man nimmt auch diese Information wieder auf dem Denkmodell der Humoralmedizin. Mhm. Ja, und diese Pulsdiagnostik, das ist etwas, was man im Rahmen der Anamnese eigentlich machen kann. Man sitzt sich am Schreibtisch gegenüber, zeigen Sie mir mal den Puls. Da brauchen wir, beide Seiten brauchen noch nicht mal aufstehen dafür. Mhm. Eine ganz einfache Sache. Das nächste ist die Zungendiagnostik. Mhm. Die Zunge, die auch wieder mal so dieses Prinzip der Themen, der Analogien im Organismus zeigt. Alles zeigt sich, alles hat Verbindung zu allem. Und die Zunge ist eine Reflexzone. Die Breite der Zunge, die Größe der Zunge zeigt das Feuchtigkeitsprinzip an. Und mal ganz bildhaft gesagt, wenn jemand eine sehr große Zunge hat, die kaum in den Mund reinpasst, dann quetscht die sich in die Zahnzwischenräume rein. Und wenn jemand die Zunge rausstreckt, hat der so Zahneinbuchtungen am Rand. Ein Zeichen dafür, dass zu viel Feuchtigkeit vorhanden ist. Mhm. Dann wird als nächstes die
werden Farben des Belages oder es werden Verfärbungen, zum Beispiel Rotverfärbungen der Zunge, sind immer ein Hinweis eben auf ein gesteigertes Wärmeprinzip. Mhm. Oder die Beläge zeigen dann auch wieder an, wenn man zum Beispiel einen gelben Belag hat, dass da zu viel Gelbgalle im Spiel ist. Und auch diese Information setzt man zusammen. Es ist also im Prinzip, geht es darum, wie bei einem Mosaik, aus verschiedenen Bausteinen ein diagnostisches Gesamtbild zu basteln. Und die Fälle, bei denen man eigentlich im Puls oder in der Zunge nur das bestätigt findet, was man in dem Anamnesegespräch sowieso schon gehört hat, das sind die, die weniger interessant sind. Sondern interessant sind die, wo es Widersprüche gibt. Und das ist dann das Interessante. Aha, das läuft nicht so ab, wie ich es vermutet habe, sondern das nimmt einen anderen Weg, der für mich in der Therapie ganz wichtig sein kann. Die nächste Methode, die mit der wir viel arbeiten, ist die Urindiagnostik. Da gehört natürlich auch das dazu, was wir aus der konventionellen Medizin kennen, Teststäbchen reinhalten, was uns aber wieder einen organischen Befund liefert. Ist alles in Ordnung, ist alles wichtig, dass ich da feststellen kann, da sind weiße Blutkörperchen im Urin, die da nicht reingehören, da sind rote Blutkörperchen, alles in Ordnung und alles wichtig. Aber das sagt mir nichts über den humoralen Zustand aus. Man kann da zwar Rückschlüsse machen, aber das ist ein anderes Thema. Also muss ich andere Diagnosemethoden. Das kann man ganz einfach machen, indem man den Urin einfach mal stehen lässt und kalt werden lässt. Und bei vielen Menschen bilden sich dann so Wolken da drin, so Schleier, die dem Humoralmediziner sagen, ja, das ist ein Mensch, bei dem zu viel Schleim im Körper vorhanden ist. Und dann gibt es Verfahren, wo man dann den Urin in verschiedene Reagenzgläschen abfüllt und jeweils bestimmte Chemikalien zuführt und diesen Urin dann im Wasserbad kocht. Und es ist erstaunlich, was es dann da für Veränderungen gibt. Da verändert sich die Farbe, da gibt es Ausflockungen und diese Ausflockungen, die können dezent sein, wie so leichter Schneefall, kann aber auch sein, dass es dicke Flocken sind. Diese Flocken können weiß sein, diese Flocken grau sein, die können braun sein, die können schwarz sein. Und aus diesen Veränderungen kann man dann eben Funktionsstörungen ablesen. Da ist zum Beispiel ein Röhrchen, was einem eine wunderbare Informationskomplex, kann man schon sagen, geben kann über den Zustand des Darmökosystems. Ganz einfach, da brauche ich keine bakteriologische Untersuchung des Darms. Ich mache das Röhrchen, koche das und kann sehen, wie sieht das heute aus und kann es in 4 Wochen kontrollieren und kann die Veränderungen kontrollieren. Es gibt also sehr Sachen, wo auch modernere Aspekte dann eben in die traditionelle Heilkunde eingeflossen sind. Und das ist zum Beispiel eine der Methoden, die wir in unseren Kursen dann den Therapeutinnen und Therapeuten dann eben lehren. Mhm. Und das ist eine sehr spannende Sache, die einfach zu machen sind, die man im Übrigen auch mit dem Patienten zusammen machen kann. Das ist spannend für einen Patienten zu sehen, wie man das macht und wie sich das verändert. Mhm. Und ich habe da keine Geheimnisse, da mache ich nichts im stillen Kämmerlein, sondern das mache ich mit dem Patienten zusammen. Mhm. Also es geht im Grunde genommen, geht es jetzt auch darum, wir brauchen Diagnosemethoden für die aktuelle Situation. Wie sieht es jetzt aus? Der Puls zeigt einem die humorale Situation im Minutenbereich. Das kann sich innerhalb von Sekunden verändern. Bei der Zunge 1 bis 2 Tage, beim Urin auch so 1 bis 2 Tage, bis da Veränderungen erkennbar sind. So, das ist also mehr so der Kurzzeitbereich oder wie man im Computer sagt, der Echtzeitbereich einer Krankheit. Das ist das, was die aktuelle Situation betrifft. Aber jetzt kommt das Nächste. Chronische Krankheiten, da lehne ich mich sehr weit zum Fenster raus und sage, chronische Krankheiten entstehen immer auf konstitutioneller Basis. Das heißt, da ist eine Veranlagung da. Ja. Und diese Konstitutionsdiagnostik, die ist dann der Bereich, in dem man die
Langzeitsituation eines Patienten erkennen kann. Und die Methode, die wir für diese Konstitutionsdiagnostik brauchen, da steht die Iris-Diagnose oder Iris- oder Augendiagnose absolut im Zentrum. Mhm. Und da werden wir dann nochmal ganz gezielt nochmal drüber sprechen. Mhm. Also es kommen noch mehr Sachen dazu. Da kommen dann auch die Diagnosemethoden dazu, die jeder Arzt kennt. Man hört ab, man tastet ab, man klopft mal den Bauch ab, man schaut sich den Menschen an. Auch da gibt's ja dann ganz, ganz unterschiedliche Aussagen. Da gibt's ja eine eigene Pathophysiognomie, wie sich das nennt, also eine Krankheitslehre aus dem Gesicht. Mir geht das manchmal ein bisschen zu weit, was man da alles sehen möchte. Aber man sieht einen Menschen zum Beispiel in der Gesichtsfarbe schon sehr gut an, ob es ihm gut geht oder nicht. Oder man sieht in den Augen eines Menschen, ob er fröhlich oder traurig ist. Das sind so Elemente, die natürlich da alle mit reinfließen. Dinge, die jeder von uns bei seinem Gegenüber wahrnimmt, meistens ohne sie sich bewusst zu machen. Und trotzdem fließen die mit in die Interaktion ein. Mhm. Und was sind dann die verschiedenen, also wenn du dann mal eine Diagnostik gestellt hast oder eine Anamnese durchgeführt hast, was sind dann letztendlich die verschiedenen Möglichkeiten aus dem Baukasten, sage ich jetzt mal, der Humoralmedizin, um eine Behandlung, eine Therapie zu machen? Genau. Also wir setzen dann diese verschiedenen Mosaiksteinchen der Diagnostik, setzen wir zu einem diagnostischen Gesamtbild zusammen. Mhm. Und das ergibt dann das, was wir Diagnose nennen. Das ist dann nie ein einzelner Begriff, wie ich schon gesagt habe, sondern das ist dann eine Beschreibung des humoralen Zustands. Mhm. Das ist zum Beispiel jetzt ein Zustand, eine Stagnation, ein Stehenbleiben im Säftefluss mit zu viel gelbgalligen Schärfen, die nicht ausgeschieden werden können. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine humoralmedizinische Diagnose. Mhm. Und aus diesem Gesamtbild der Diagnostik ergibt sich dann das therapeutische Ziel. Was muss ich jetzt überhaupt machen? In welche Richtung muss ich arbeiten? Und dann kommt der Schritt, mit welchen Methoden mache ich das? Dann sind wir bei den Methoden, ja. Und da gibt es natürlich eine unglaubliche Fülle von Methoden, innerhalb der traditionellen Heilkunde. Und ich möchte da jetzt auf ein paar Kernthemen eingehen. Das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Therapieform, ist die Heilpflanzenkunde. Mhm. Ich habe jetzt ganz bewusst nicht gesagt Phytotherapie. Wir nennen es Heilpflanzenkunde, weil es eben nicht darum geht, die Inhaltsstoffe als Leitschiene sozusagen zu nehmen, sondern wir sehen in der Ganzheitsmedizin die Pflanzen als Mitlebewesen an, deren Stoffe zwar eine Rolle spielen bei der Wirkung, das ist keine Frage, aber die zum Beispiel auch durch ihren Standort bestimmte Qualitäten vermitteln. Eine Pflanze, die in einer feuchten Gegend hat mehr Bezug zum Feuchtigkeitsprinzip. Eine Pflanze wie das Johanniskraut, was immer in der prallen Sonne am besten wächst, das ist ein Mensch, ist eine Pflanze, die dem Menschen die Sonnenkräfte zurückgeben kann. So kann man das auch mal übersetzen. Und wenn wir von Therapie sprechen, dann darf man sich das nicht so vorstellen, dass diese Pflanzen aktiv in unserem Organismus etwas erzwingen, sondern die setzen einen Impuls. Und die Wirkung von Arzneimitteln unterscheiden wir in der Humoralmedizin ganz in logischer Konsequenz auf das, was ich bisher gesagt habe. Wir kennen erwärmende Pflanzen, wir kennen kühlende Pflanzen, wir kennen befeuchtende Pflanzen, wir kennen trocknende Pflanzen. Aber wenn ich jetzt eine erwärmende Pflanze, wie zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel, den Rosmarin. Rosmarin ist eine erwärmende Pflanze, von dem wir wissen, dass es den Kreislauf anregt. Also fördert die Dynamik im Herz-Kreislauf-System. Lässt sich daran ganz klar erkennen. Aber wir dürfen uns jetzt das nicht so vorstellen, dass der Rosmarin
Ganz egal, ob ich ihn als Tee oder als Tinktur verordne, komme ich gleich nochmal drauf, dann, dass der etwas macht in unserem Organismus, dass da der Wärme reinbringt. Nein, es ist ein Impuls, der dem Körper den Befehl sozusagen gibt, stimulier mal deine eigene Wärmeproduktion. Das heißt, es ist eine Informationstherapie. Mhm. Und das ist völlig egal, ob wir dazu Pflanzen nehmen oder ob wir dazu Schüsslersalze nehmen oder ob wir dazu andere potenzierte Mittel oder ob wir dazu spagyrische Mittel nehmen. Es ist immer ein Impuls. Und ein Impuls, ich vergleiche das immer so gerne mit dem Bild einer Tür, die durch ein Schloss verschlossen ist. Wenn der Schlüssel ins Schloss passt, geht die Tür ganz leicht auf. Mhm. Und wenn ich keinen passenden Schlüssel habe, muss ich ein Brecheisen nehmen, um die Tür aufzumachen. Aber da geht einiges kaputt dabei. Der Schlüssel muss ins Schloss passen. Mhm. Das heißt, wir müssen nach den Mitteln suchen, nach den Verfahren in der Therapie, bei denen der Schlüssel am optimalsten in das Schloss passt. Und deshalb kann man in der Humanmedizin eigentlich auch gar nicht sagen, es gibt stark wirkende oder schwach wirkende Mittel, sondern es gibt Mittel, die passen und die wirken. Und es gibt Mittel, die nicht passen, die dann auch nicht wirken. Und mit einem nicht wirkenden Mittel, da kann ich auch, wenn ich die Dosis verdreifache, werde ich keine bessere Wirkung erzielen. Es wirkt halt nicht. Und das ist dieses Denken. Und wenn ich sage, eine Pflanze kühlt, dann sind das keine Eiswürfel, die ich in den Körper reinbringe, die Kälte reinbringt, sondern die dem Körper hilft, seine überschüssige Wärme auszuscheiden. Und ich greife jetzt da einfach mal ein bisschen vorweg oder ich sage da ein spezielles Gebiet. Dazu ist die Anregung des Leber-Galle-Systems notwendig, mhm. weil über die Galle übermäßige Gelbgalle zur Ausscheidung kommt. Das ist die humoralmedizinische Lehre der Pathophysiologie, wie wir es im Fachausdruck nennen. Also muss ich hier Mittel geben, die den Gallefluss fördern, um den Körper zu kühlen. Das wäre Löwenzahn zum Beispiel. Oder das wäre das Natriumsulfuricum der schüsselschen Biochemie. Einfach um ein paar Beispiele zu nennen. Oder wenn ich befeuchte, dann bringt die Pflanze nicht Feuchtigkeit hinein in den Körper, sondern sie unterstützt den Organismus darin, aus der Nahrung sich die Feuchtigkeit zu entwickeln. Das wäre zum Beispiel der Borage. Oder das sind sämtliche Bitterstoffpflanzen. Eine Pflanze, die ich in dem Zusammenhang sehr schätze, ist Eberraute. Wie bitte? Eberraute heißt im deutschen Namen. Abrotanum ist der Fachausdruck. Das ist eine Pflanze, die dieses Wärmeprinzip im Verdauungstrakt so fördert, dass am Ende mehr Feuchtigkeit entstehen kann. Oder umgekehrt, wenn ich trocknen will, kommt noch was Neues dazu, dass ich eben die Milz anregen muss, um die melancholischen, die schwarzgalligen, trockenen, kalten Säfte, das ist jetzt die Terminologie der Humoralmedizin, zur Ausscheidung zu bringen. Und die Milz ist ein Organ, was in der heutigen Medizin nur noch so am Rande wahrgenommen wird. Und wenn die Milz irgendwelche Krankheiten zeigt, wenn sie bei einem Unfall einen Riss hat, wird sie rausgenommen. Wenn sie bei einer Infektionskrankheit vergrößert ist, wird sie rausgenommen. Also es entsteht so der Eindruck, als könnte man ohne Milz leben. Ja, man kann ohne leben, aber nur deshalb, weil die Leber und die Niere und die Haut in ihrer Zusammenarbeit in der Lage sind, die Milz zu kompensieren. Ein ganz wichtiger Begriff, Kompensation. Ja, ja. Und darum geht es auch oft in der Therapie, wenn ein Organ ausgefallen ist oder in der Leistung reduziert ist, dann muss es kompensiert werden durch andere Organe. Und oft besteht die Therapie darin, das kompensierende Organ zu aktivieren. Also wir sehen schon, das ist ein sehr energetisches Denken da drin. Und ich muss natürlich lernen, welche Pflanze macht welche Wirkung? Genau. Welches Mittel macht welche Wirkung? Mhm. Und was ich schon angedeutet habe, man nimmt dann auch eben
potenzierte Mittel, ich sage ganz bewusst nicht homöopathische Mittel. Die Mittel kommen zwar aus der Homöopathie, aber wir machen in der TEN keine Homöopathie. Wir setzen sie nach anderen Kriterien an. Wir benutzen eigentlich diese potenzierten Mittel, diese verdünnten und dynamisierten Mittel, wie sie in der Homöopathie verwendet werden. Die benutzen wir in sehr niedriger Potenzierung, wie man sagt, D4, D6. Also, dass da nur 4 oder 6 Potenzierungsschritte drin sind. Okay. Was für einen klassischen Homöopathen nicht ausreichen würde. Und wir verwenden sie nicht, weil wir sie eben nach homöopathischen Kriterien einsetzen, sondern weil wir sie oft nicht anders nehmen können, weil sie giftig sind in der reinen Form. Wenn ich einen Sturmhut in der Tinktur oder als Tee verwenden würde, wäre das tödlich und zwar sofort. Ja, das heißt, ich kann ihn nicht als stoffliches Mittel nehmen. Ich muss ihn in potenzierter Form nehmen. Oder es sind Stoffe, die man in anderer Form gar nicht bekommt, die man dann eben einsetzt. Und was auch noch ganz wichtig ist in der Humormedizin, wir verwenden selten einzelne Stoffe, einzelne Substanzen, einzelne Pflanzen, sondern wir machen Mischungen. Wir machen Rezepturen, die verschiedene Aspekte miteinander kombinieren. Also die Individualrezeptur ist in der Humoralmedizin ein ganz wichtiges Thema. Ich danke dir für diesen sehr tiefen Einblick in die Vorgehensweise, in die Therapie. Wir sind leider schon wieder am Ende angelangt, aber jetzt weiß ich schon wieder etwas mehr, unsere Zuschauer sicherlich auch, was auf einen zukommt, wenn man sich in die humoralmedizinische Behandlung begibt, eine sehr individuell gestaltete Therapie, worauf ich immer großen Wert lege, weil auch ich der Meinung bin, dass eben man nicht jeden Menschen gleich behandeln kann. Es gibt so viele Einflüsse, die so unterschiedlich sein können und wirken können und jeder hat einfach einen ganz unterschiedlichen Anspruch. Und in der heutigen, ich sage jetzt konventionellen Medizin haben wir einfach nicht, werden wir als Patienten so nicht mehr gehört in dieser Individualität und es ist aber relevant, wie wir jetzt gehört haben aus diesem Gespräch. Absolut. Vielen Dank. Kannst du uns noch kurz sagen, wo findet man etwas über dich oder eventuell auch über Ausbildung, falls uns Therapeuten zuhören? Ja, also unsere eigene Webseite nennt sich humores.org. Mhm. Und dort haben wir einiges drin. Wer googelt, wird unter Humoralmedizin sehr viele Videos und auch Texte finden zu dem Thema. Und also das Internet ist da wirklich eine gute Quelle, wobei man natürlich wie bei allem dann sehr differenzieren muss, wie authentisch die Informationen sind. Also nochmals vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch und da dürfen Sie sich auch drauf freuen zu Ihres Diagnostik oder Augendiagnostik. Und für den Moment verabschieden wir uns aber mit besten Grüßen und besten Wünschen für Sie. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie achtsam für sich und hören Sie vor allen Dingen auf Ihre innere Stimme. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.